Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Batman Arkham City im Untergrund. Wir scheinen darüber zu müssen. Okay. Wir suchen immer noch das letzte Störgerät, was dieses Signalunterbrechung da quasi startet. Und dafür sorgt, dass wir nicht mit dem Bat-Computer kommunizieren können. Und da wir nicht mit dem Bat-Computer kommunizieren können, können wir auch keine elektrischen Geräte hacken. Das ist momentan das Problem. Ja, wie soll ich denn hier durch? Vielleicht durchrennen und rutschen? Das könnte sein. Ja, ist ja auch so lächerlich, oder? Wenn ich durchrutschen kann, kann ich logischerweise auch drunter kriechen. Dann muss halt man sich mal ein bisschen weiter runterbeugen und nicht nur so gehockt laufen. Aber egal. Ich sag dir, er ist es. Unmöglich. Doch, sieh genau hin. Er sieht groß aus, oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Kann es da derselbe Kerl sein? Und wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Das haben die nicht gehört. Aber er ist es ganz sicher. Hat sogar einen Namen. Solomon Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon, Solomon Grundy, geboren am Montag. Okay, haben Sie schon mal keine Schusswaffe, das ist doch ganz gut. Was macht Batman hier? Ach so, ja, kann ja nicht ausweichen. Na, vorsichtig, also kann ich kontern. Muss ich aber auch nicht. Das war ja ziemlich einfach. Also war ja fast einfacher als das andere, was da oben auf dem Dach war. Was ist hier drin? Hä? Das ist auch ein Titan irgendwas. Soll ich das kaputt machen oder? Ich muss den Rest der Titanbehälter finden und zerstören. Ach so, das war so ein Titanbehälter, alles klar. Jetzt habe ich es kapiert. Sehr schön, dass wir da auch mal durch Zufall einen gefunden haben. Das war noch gar nicht das Störsignal, deswegen war das auch so einfach. Jetzt macht das alles Sinn. Ich komme da rein, aber hier drüben ist ja noch eine Wand zum kaputt machen. Deswegen machen wir erstmal die Wand kaputt. Ich denke mal, da gibt es wieder ein bisschen Spaß vom Riddler, oder? Ist auch geil, wie nah wir da einfach mal stehen können an dieser Explosion, ohne dass was passiert. Reicht also noch nicht, oder wie? Okay. Was fängt mit einem Ticken an und endet mit einem Knall? Eine Bombe? Dafür muss ich aber erstmal hacken können und hacken kann ich noch nicht, deswegen bringt mir das gar nichts. Dann gehen wir erstmal den regulären Weg weiter. Ihr habt den Pinguin gehört, Batman ist auf dem Weg. Gut, ich wollte diesem Freak schon immer mal auf. Das schaut schon eher nach dem letzten Störsignal aus, da waren ja, nämlich einige Leute unterwegs, vor allem halt auch wieder welche mit Waffen. Wegen Batman muss er den Plan wohl ändern. Ist doch egal. Wir legen Batman um. Danach schleifen wir dieses Ding zum Joker, schalten es ein und kehren als Held mit Kabelmann zurück. Was? Einfach umlegen, ja? Batman? Nein, ich habe keine Angst. Er ist ein Nichts. Ein Idiot in einem Kostüm. Ein Niemand. Ah, Nummer 1. Ein Idiot in einem Kostüm? Okay. Der kann ihn. So denken die also von mir, oder zumindest der eine Typ da. Ich sag... Versucht ihr mich zu veralbern? Findet ihn! Ihr habt gehört, was Pinguin gesagt hat, oder? Ah, fuck. Vielleicht schaffe ich es ja noch, den Typ... So. Schnell, bevor die anderen kommen. Du kommst mir nicht. Schauen wir mal, was die machen. Jetzt sind da nur noch 3. Ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist.
Pinguin hat euch einen Befehl gegeben. Los! Sie hatten recht. Ich habe einen gefunden. Ich meine, ich hätte den Typ jetzt auch verhören können, aber ist mir eigentlich ziemlich egal. Da muss ich halt erst die anderen ausschalten. Das war halt gerade so... Er wacht nicht auf. War halt gerade so verlockend, da einfach den Typ auszuschalten. Muss man natürlich aufpassen. Wie macht er das? Lass ihn. Wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Ja. Ich habe einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Ihr habt gehört, was der Pinguin gesagt hat. Okay, also die laufen aber auch gerade perfekt. So, das ist wirklich... ziemlich einfach ist. Ja, da liegt noch einer, aber du bist der Letzte. Das war's gleich. Mach's gut. Ist keiner da, der mir helfen? Nein, es ist keiner da, der helfen kann. Und jetzt bist auch du nicht mehr da. So. Würde ich sagen, wo war das Ding? Da. Machen wir das auch noch schnell kaputt und dann müssten wir ja wieder hacken können. Also theoretischerweise. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Hoffen wir es mal. Ich bin aber auch ziemlich weit weg. Muss ich jetzt echt den ganzen kompletten Weg wieder zurückgehen? Gibt es keine Abkürzung? Naja, ich glaube, es gibt echt keine Abkürzung, oder? Da haben wir was zum Kaputtmachen. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Müssen wir echt den ganzen Weg wieder zurück? Das war doch total weit. Ah, das nehmen wir mal noch mit. Tja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, oder? Gehe mal noch so ein bisschen an der Seite entlang, einfach um zu gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas Interessantes sehe. Da haben wir noch eine Tür. Vielleicht ist das ja eine Abkürzung. Ja, ich drücke immer den falschen Knopf, ich Trottel. Zwar keine Abkürzung, aber immerhin noch eine Trophäe. Ja, der Sequenzer bringt mir jetzt erstmal gar nichts. Wenn wir hier drüber fliegen. Okay, war jetzt nicht so ganz der Plan. Kann man sich denn hier nirgendwo festhalten? Dann gehen wir eben doch zurück und machen es auf die langweilige Art und Weise. Sonst gibt es doch eigentlich immer in solchen abgeschlossenen Szenarien irgendwie... ja, eine Abkürzung zurück und man muss doch nicht den ganzen gleichen scheiß langweiligen Weg wieder gehen. Ist doch etwas merkwürdig. Kann ich ja was zum kaputt machen? Ja, da oben, aber das, da komme ich nicht hin. Na gut, wenn es nicht anders geht. Was zum Henker ist da unten los? Hallo? Hat hier jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist?
Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr gar nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch. Pinguin ist not amused, wie es aussieht. Ein alter Bahnwaggon. Beziehungsweise habe ich letztens gelernt bei The Big Bang Theory, dass diese in Anführungsstrichen Waggons gar nicht Waggons heißen, wenn sie Menschen transportieren, sondern einfach Wagen. Das heißt, das hier ist kein Waggon, sondern ein Wagen. Und Waggons werden bloß die Güter transportierenden Wagen quasi genannt. Das sind Waggons. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, den ich durch die Big Bang Theorie gelernt habe. Ihr seht, also ihr lernt jetzt hier logischerweise auch was fürs Leben bei meinen Let's Plays. Dass ich aber auch jedes Mal wieder so blöd bin und diese scheiß Sackgassen reinlaufe, das gibt's doch nicht. Warum darf man da überhaupt reingehen, wenn man sowieso nirgendwo rauskommt? Nee, oder? Das ist nicht schon wieder eine Sackgasse. What the... Ach nee, das ist eine Rittertrophäe. Ah, ich bin dumm. Haha. Neue Entwürfe freigeschaltet, U-Bahn-Station. Erfahre ich eigentlich irgendwann, wann ich eine neue Geisel retten darf, oder? Steht das irgendwo? Computerdaten. Halt, Charakterbiografie. Was haben wir denn da Neues? Joker. Ja, das Gesicht. Und was steht da noch? Wahrscheinlich, dass wir hier dieses Telefon irgendwas haben. Bänder. Dass ich da nicht schon früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht. Ja, das ist einfach, was er uns damals schon erzählt hatte, als er uns eben das Telefon gab oder was auch immer das war. Moment, gab es da nicht noch irgendwelche Konsolen, die ich hacken konnte? Das geht damit nicht. Vielleicht brauche ich da irgendeine Aufwertung vom kryptografischen Sequencer, das weiß ich nicht. Gibt es ja die Erweiterungen, aber ich hatte irgendwie keine Lust, das dafür zu verwenden. Hier haben wir auch noch eins. Ah, das geht aber. Passwort akzeptiert. Abteil. Da kommen wir jetzt wohl gechillt raus, oder wie? Das ist natürlich geil. Aber das hat... toll! Das ist ja quasi eine Abkürzung, die kann man komplett vergessen. Würde ich mal behaupten. Oh. Tick-Tack? Ne, Tickets. Sehr gut. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Die dürfen wir ja nicht nehmen, leider. Also eine wirklich großartige Abkürzung war das nicht, oder? Arkham City. Neue Nebenmission, die... Tiger Zentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Aktivität. Sekunde, da liegt ein Körper, ist offenbar unbekleidet. Wärmesignaturen. Ist noch nicht lange tot. Mann, sieht aus, als hätte man seine Gesichtshaut weggeschnitten. Wie ungewöhnlich. Setzen Sie Ihre Patrouille fort, Captain. Keiner der Insassen geht nach diesem Muster vor. Ich vermute, da ging es um irgendwelche Revierstreitigkeiten. Vielleicht sollte das eine Botschaft sein. Bestätigt. Okay, da ja die Nebenmissionen bisher immer ziemlich cool waren. Möchtest du nicht
würde ich auch mal diese in Angriff nehmen. Also wie gesagt, die Nebenmissionen waren bisher eigentlich immer sehr abwechslungsreich und haben mich eher an normale Hauptmissionen erinnert. Der Pinguin hat immer einen Plan B. Da wären zum einen die Geiseln, zum anderen das Ding unter der Eisblock-Lounge und nicht zu vergessen die ganzen Waffen. Batman kann nicht gegen alles ankommen. Ich hoffe, du hast recht, Mann. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Alles wird gut. Entspann dich und halt weiter nach Batman Ausschau. Okay. Hä? Passt doch irgendwas nicht. Vielleicht nicht noch ein drittes? Okay, aber hier ist dann beides zu, also... Wie komme ich denn... Dinger jetzt auf. Ah, jetzt. Jetzt ist es offen. Das heißt, jetzt müsste ich da drauf. Ja, das war falsch. Was mache ich jetzt, um das raus... Ah. Ach, das war's. Cool. Okay, ich glaube, das war bisher unsere schwierigste Trophäe, die wir eingesammelt haben. Gehen wir mal zum nächsten Nebenquest. Verwandelt die ganze Stadt in einen riesigen Zoo und lass die Tiere... Wie weit ist es noch? Okay, habe ich fast geschafft. Ich glaube, nach dem Haus hier, also hinter dem Haus in der Gasse müsste es sein. Ja, da ist ja auch das Bild, das Lichtzeichen. Tatort, nicht identifizierbares Mordopfer. Wayne ist Geschichte. Wenn der Pinguin nicht hat, wurde er längst vom Joker erledigt. Ich sollte den Tatort scannen, um die Todesursache festzustellen. Der Angriff hat das Opfer sehr stark bluten lassen. Der Mörder trägt mit großer Wahrscheinlichkeit Spuren des Blutes an sich, ohne es zwingenderweise gemerkt zu haben. Die Gesichtshaut des Opfers wurde entfernt und der Kopf mit Verbänden umwickelt. Im letzten Monat gab es in Gotham 3 Morde mit immer der gleichen Vorgehensweise. Die Presse hat dem Mörder den Spitznamen Identitätsdieb gegeben. Wenn er jetzt in Arkham City ist, muss ich ihn finden und aufhalten. Wenn ich die Scan-Ergebnisse so filtere, dass sie die Blutpartikel des Opfers zeigen, führen sie mich vielleicht zu der Person, die das Opfer zuletzt lebend gesehen hat, oder zum Mörder. Folge der Blutspuren, versuche weitere Informationen zu sammeln. Okay. Batman gesichtet. Ich glaube, das war ein Tick weit, oder? Kontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen verloren. Ich habe keinen Bock, jedes Mal auf die Typen aufzupassen, dass ich nicht mit denen kämpfen muss. Wir konnten Batman eindeutig identifizieren. Die Fledermaus ist hier. Klingelt wieder irgendwo ein Telefon. Hallo, Batman. Kennst du meine Stimme noch? Hat gar nicht einen Hörer in der Hand. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Okay. Ah, sieht ein bisschen anders aus als im ersten Teil Arkham Asylum.
Weiß nicht, ob mir das jetzt unbedingt besser gefällt. Ich finde aber die Krallenspuren auf seiner Stirn ganz geil. Frage ich mich, wo die herkommen. Und ich frage mich auch, warum er so ein riesen Schloss um den Hals trägt. Oder generell hat er auch am Bauch etc. Also scheint er ja gerne zu machen. Oder ich weiß nicht, hat ihn irgendjemand das angelegt? Oder trägt er das freiwillig? Keine Ahnung. Okay, professioneller Verbrecher. Erstmals erschien Batman Shadow of the Bat Nummer 1, Juni 1992, also ein sehr, sehr frischer Bösewicht. Seth ist ein völliger Soziopath. Er hatte ein zeugenfreies Leben und wurde doch zum Serienmörder. Seine Opfer werden von ihm völlig willkürlich ausgewählt. Seth geht es nur um die Anzahl der Toten. Für jedes seiner Opfer ritzt er sich ein Mal in den Körper. Eine besondere Stelle seines Körpers hat er für Batman reserviert. Seit man ihn nach Arkham City gebracht hat, weiß niemand, wo er sich aufhält. Die steigenden Mordraten dort sprechen allerdings für sich. Ein Soziopath mit keinerlei Achtung vor Menschenleben. Geht bei seinen Morden nie gleich vor, was es schwer macht, seine Spur aufzunehmen. Zwanghaftes Bedürfnis, andere zu töten. Halt, was war das hier noch? Arkham City Geschichten. Arkham City Ärzteteam. Nachdem es aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung in Arkham City zu Unruhen gekommen war, erlaubte Strange einer Gruppe von Medizinern in der Anlage zu arbeiten. Das für ihre Sicherheit zuständige Team befehligt Aaron Cash. Hinter vorgehaltener Hand machte Strange allerdings keinen Hehl daraus, dass er kein Interesse daran hatte, eine medizinische Grundversorgung sicherzustellen. Aha. Dann würde ich sagen... Es ist Batman! Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben wird man euch loben. Dann machen wir an der Stelle beim nächsten Mal weiter und verfolgen die Spur. Also dann, tschö, euer Paxis, bis morgen. Bye, bye.